Miguel Hernández Gilabert, 30. Oktober 1910 in Orihuela, Alicante geboren, 28. März 1942 in Alicante gestorben. Miguel Hernández war ein spanischer Dichter. Er kämpfte während des spanischen Bürgerkriegs für kurze Zeit im 5. Regiment auf Seiten der Republikaner. Durch seinen Gedichtband Viento del Pueblo wurde er zu einem wichtigen Dichter des Freiheitskampfes. Die Gedichte, die ich lesen werde, gehören zu dem Stück El Hombre Acecha. Und er hat diese Gedichte im Gefängnis geschrieben. Im März 1940 wurde Miguel Hernández Haftstrafe durch ein Militärgericht zum Tode verurteilt. Kurze Zeit später wurde das Urteil aufgrund internationaler Proteste auf 30 Jahre Haft beschränkt. Unter der unmenschlichen Bedingungen wechselnder Haftanstalten erkrankte er an einer Lungenentzündung, an Bronchitis und an Typhus. Am 28. März 1942 starb Miguel Hernández an Tuberkulose. Ich lese gerade drei Gedichte von seinem Buch El Hombre Acecha. Ich lese zuerst auf Spanisch und dann die Übersetzung auf Deutsch. Das erste Gedicht heißt El Herido. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos. Como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Para la libertad, me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo, porque donde unas cuencas vacías amenazcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo vida. Jetzt lese ich die Übersetzung. Der Verwundete. Für die Freiheit blute ich, kämpfe ich, lebe ich. Für die Freiheit gebe ich meine Augen und Hände, wie ein fleischlicher Baum, großzügig und gefangen, den Chirurgen. Für die Freiheit fühle ich mehr Herzen als Sand in meiner Brust. Meine Adern schäumen und ich gehe in die Krankenhäuser und ich gehe in die Pappeln wie in die Lilien. Für die Freiheit schieße ich mir den Weg aus jenen von denen, die ihre Statue in den Schlamm gerollt haben. Und ich schlage meine Füße ab, meine Arme, mein Haus, alles. Denn wo leere Sockel dämmern, wird sie zwei Steine des künftigen Blicks setzen und wird neue Arme und Beine in dem gefällten Fleisch wachsen lassen. Sie werden geflügelte Relikte des Saftes ohne Herbst sprießen lassen. Relikte meines Körpers, die ich in jeder Wunde verliere. Denn ich bin wie der gefällte Baum, der sprost, weil ich noch Leben habe. Das zweite Gedicht heißt Las Cárceles. Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo,
Van por la tenebrosa vía de los juzgados. Buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen, lo absorben, se lo tragan. No se ve que se escucha la pena del metal, el sollozo del hierro que atropellan y escupen, el llanto de la espada puesta sobre los jueces de cemento fangoso. Allí, abajo la cárcel, la fábrica del llanto, el telar de la lágrima que no ha de ser estéril, el casco de los odios y de las esperanzas, fabrican, tejen, hunden. Cuando están las perdices más roncas y acopladas, y el azul amoroso de fuerzas expansivas, un hombre hace de memoria de la luz, de la tierra, húmedamente negro. Se da contra las piedras la libertad, el día, el paso galopante de un hombre, la cabeza, la boca con espuma, con decisión de espuma, la libertad, un hombre que cosecha y arroja todo el viento desde su corazón donde crece un plumaje, un hombre que es el mismo dentro de cada frío, de cada calabozo, un hombre que ha soñado con las aguas del mar y destroza sus alas como un rayo amarrado y estremece las rejas y se clava los dientes en los dientes del trueno. Jetzt lese ich die Übersetzung. Die Gefängnisse. Die Gefängnisse kriechen durch die Feuchtigkeit der Welt. Sie gehen den düsteren Weg der Gerichte entlang. Sie suchen einen Mensch, sie suchen ein Volk. Sie verfolgen ihn, sie verschlingen ihn. Man sieht nicht, man hört den Schmerz des Metalls, das Schluchzen des Eisens, über das sie laufen und das sie ausspucken. Den Schrei des Schwertes, das auf die Richter aus schlammigem Zement gelegt wird. Dort, unterhalb des Gefängnisses, die Fabrik des Weinens, den Webstuhl der Tränen, die nicht unfruchtbar werden, den Rumpf des Hasses und der Hoffnungen, den sie herstellen, weben, versenken. Wenn die Rebhühner heißere und gekoppelter sind und das amoröse Blau der expansiven Kräfte, erinnert sich ein Mann an das Licht, an die Erde, die nass und schwarz ist. Es wird gegen die Steine die Freiheit der Tag gegeben, der galoppierende Schritt eines Mannes, der Kopf, der Mund mit Schaum, mit Schaum, Entscheidung, Freiheit, ein Mann. Ein Mann, der den ganzen Wind aus seinem Herzen erntet und wirft, wo ein Gefieder wächst. Ein Mann, der in jeder Kälte in einem Kerker derselbe ist. Ein Mann, der vor den Wassern des Meeres geträumt hat und der seine Flügel zerschmettert wie ein verankerter Blitz, und die Gitterstäbe erschüttert und seine Zähne in die Zähne des Donners nagelt. Und als letztes lese ich ein Gedicht, das heißt Pueblo. Pero qué son las armas? ¿Qué pueden? ¿Quién ha dicho? Signo de cobardía son. Las mejores armas son aquellas que contienen el proyectil de hueso. Mírate las manos, las ametralladoras, los aeroplanos, pueblo. Todos los armamentos son nada colocados delante de la terca bravura que resopla en tu esqueleto fijo. Porque un cañón no puede lo que pueden 10 dedos. Porque le falta el fuego que en los brazos dispara un corazón que viene distribuyendo chorros hasta grabar un hombre. Poco valen las armas que la sangre no nutre ante un pueblo de pómulos noblemente dispuestos. Poco valen las armas. Les falta voz y frente. Les sobra estruendo y humo. Poco podrán las armas. Les falta corazón. Separarán de pronto dos cuerpos abrazados, pero los cuatro brazos avanzarán buscándose enamoradamente. Arrasarán un hombre. Desclavarán de un vientre un niño todo lleno de porvenir y sombra.
Pero tras los pedazos y la explosión, la madre seguirá siendo madre. Pueblo, chorro que quieren cegar, estrangular, y salta ante las armas más alto, más potente. No te estrangularán porque les faltan dedos, porque te basta sangre. Las armas son un signo de impotencia. Los hombres se defienden y vencen con el hueso ante todo. Mirad estas palabras donde me ahondo y dejo fósforo emocionado. Un hombre desarmado siempre es un firme bloque. Sabe que no es estéril su firmeza y resiste. Y los pueblos se salvan por la fuerza que sopla desde todos sus muertos. Jetzt lese ich die Übersetzung auf Deutsch. Volk. Aber was sind Waffen? Was können sie? Wer sagt das? Ein Zeichen der Feigheit sind sie. Die besten Waffen sind die, die das Geschoss aus Knochen enthalten sind. Schaut auf eure Hände. Die Maschinengewehre, die Flugzeuge, das Volk. Alle Waffen sind nichts im Vergleich zu den sturen Tapferkeit, die in deinem festen Skelett. Denn eine Kanone kann nicht tun, was 10 Finger können. Denn ihr fehlt das Feuer, das in den Armen ein Herz schießt, das Schübe austeilt, bis es einen Mann sticht. Die Waffen, die das Blut nicht nährt, sind von geringem Wert vor einem Volk mit edlen Wangenknochen. Sind Waffen wenig wert? Ihnen fällt die Stimme und die Stirn. Sie haben zu viel Geklapper und Rauch. Waffen können wenig ausrichten. Ihnen fällt das Herz. Sie werden plötzlich 2 umarmende Körper trennen. Aber die 4 Arme werden sich vorwärts bewegen und einander in Liebe suchen. Sie werden einen Mann in Stücke reißen. Sie werden ein Kind aus einem Schoß reißen. Alles voller Zukunft und Schatten. Aber hinter den Stücken und der Explosion wird die Mutter eine Mutter bleiben. Volk, ihr wisst, dass sie euch blenden, erwürgen wollen. Und springt vor den Waffen, die höher und mächtiger sind. Sie werden euch nicht erwürgen, weil ihnen die Finger fehlen. Denn Blut ist genug für euch. Waffen sind ein Zeichen der Ohnmacht. Die Menschen verteidigen sich und siegen vor allem mit den Knochen. Sieh dir diese Worte an, in denen ich tief eindringe und ein emotionales Spiel hinterlasse. Ein unbewaffneter Mann ist immer ein fester Block. Er weiß, dass seine Festigkeit nicht unfruchtbar ist, und er leistet Widerstand. Und die Völker werden durch die Kraft gerettet, die aus allen ihren Toten weht.